sowas nicht gemacht. Ihr habt nicht gewählt? Nee, es ist. Nee. Macht man in der DDR nicht, ne? Nee. In der DDR hat man einfach nur seinen Zettel gefaltet und alles war gut. So, easy. Jetzt gehe ich Völkerball spielen. Scheiße. Naja, reicht ja, wenn einer schafft. So. So, 100 Speicherpunkt. Oh, was ist das jetzt hier? Ah, okay, wir spielen nochmal. Haben wir schon mal irgendwann Golf-Bowling gespielt? Ja, am Anfang. Nein, ich meine in einem Spiel praktisch. Ach so, nö. Hm. Nicht, dass ich wüsste. Hm. Kommst du jetzt mal irgendwann oder was? Was machst du? Ich warte auf den Speicherpunkt. Den gab's schon längst. Ja? Ich ja. Gesehen. Bin nicht aufgefallen. Ach du Scheiße. Der ist das jetzt nicht ernst gemeint, oder? Nochmal Bowling. Anne war bestimmt Kegeln. Hm. Ach, Bowling, Kegeln, wo ist der Unterschied? Ja, die Anzahl der Pins und die Größe der Kugeln und die Größe der Bahn. Wie gesagt, ich bevorzuge meine Kugeln klein, oder was? Kann man das so rausziehen vielleicht? Nein? Hm. Nee. Ich glaube, das geht nicht. Ja, aber oder? Kann ja wohl nicht gedacht sein, dass man die Kugeln da jetzt einzeln runter. Hilfe. Jedes Mal, wenn man es versaut, muss man es ja neu machen dann. Hm. Kann ich das da vielleicht in der Gegend rumziehen? Nee. Hey. Ach du Scheiße. Ich tue einfach mal ein paar Kugeln runter. Ja, werf mal alle runter. Kannst du ja Bowling oder Kegeln oder was auch immer, kannst die Kugel auf die Pins werfen. Das sind ach, man kann es doch öffnen. So, na also. Also das sind 10 Pins, also müsste das Bowling sein. Ja, ich habe noch eine Planke. Eine der Kugeln haut ab. So. Machen wir so anders. Ist Bowling oder Kegeln das mit dem Hammer? Ich versuche mal mein Glück. Ja, ja, perfekt. Oh. Ich auch. Erster Versuch, Junge. Skill. Das. Nein, du darfst nicht mehr. Es gibt keine Pins mehr. Es gab nur eine Lage Pins. Oh. Sparmaßnahmen. Gibt nur einmal Pins. Die dürfen auch nur einmal verwendet werden. Ui. Kann man sich hier irgendwie am Rand festhalten? Nein? Nee, leider nicht. Wo geht's denn jetzt hin? Ich sehe nichts. Ui, ich weiß nicht, wo ich bin. Du ein Hebel? Nee, du bist ein Rohr. Kann ich da rein? Ja, aber wo bringst du mich hin? Ich glaube, du bringst mich nirgendwo hin, ne, weil ich nicht weiterkomme. Doch, ich kann so ein bisschen hochspringen. Gut, wo müssen wir jetzt hin? Was müssen wir tun? Ah, ich sehe da dachte, Wind. Ins Rohr rein. Nee, das funktioniert nicht richtig. Hatte ich gedacht. Also ich kann es nicht ausschließen, dass man irgendwie glitschen kann, aber... Oh Gott! Das ist nicht diese Fidget-Spinner? Nein, das sind Drohnen, Junge. Drohnen.
Ich habe keine Ahnung, wo ich damit hin muss. Oh. Ah. Und die fliegen. Ja. Ja. Ich geh warte mal da hinten hin. Ich weiß nicht. Oh, da ist sogar schon der Ausgang. Mhm. Leider sind diese Löcher, die breiter sind als ich, nicht breit genug, dass ich da durchpassen würde. Also, hier ist der Ausgang schon mal. Aber der ist abgeschlossen. Also ah, das Rohr bringt uns wieder hier hin, okay. Kommst doch noch durchs Rohr, wenn du runterspringst. Ah, ich glaube, wir müssen jetzt irgendwie... Ja, ja, ich glaube, ich habe es verstanden. Ja. Hast du das gesehen? Das ist ja Toms Lieblingsspiel. Was laberst du da? Diese billige Kopie von AMX labert wieder scheiße. Finde ich nicht in Ordnung, dass Twitch das einfach erlaubt, dass man Identitäten von anderen Leuten sich klauen kann. So, fliegen wir mal. Gut. Es raucht ein bisschen sehr, muss ich sagen, aber okay. Ich glaube, wir müssen jetzt irgendwie noch zu diesen Farbbehältern. Ich gehe mal zu Lila. Ja, huhu. Ich wink dir mal zu. Wo bist denn du? Ich weiß nicht, wo du... Ach, du bist da unten, ne? So, ich flieg mal darüber. Gott, bin ich weit oben. Und dann springe ich mal ab, so ohne Fallschirm. Der nur ohne Fallschirm ist. Spannend. Du bist drauf gelandet. So, ich habe hier eine Farbe. Was? Ist da oben was? Ja, hier ist so ein Container mit so einer Farbspirale. Ich weiß nicht, ob ich... Ach so, das ist wahrscheinlich rot, ne? Ja, das ist rosa, lila, rosa. Ja, ja. Was mache ich denn jetzt dann? Ah, ich habe es kaputt gemacht. Oh. Ich habe es doch noch nicht mal angefasst. Ah, gut. Du musst alle kaputt machen. Müssen wir orange, grün und blau noch kaputt machen. Was ist denn die Scheiße überhaupt? Alles klar. Und dann geht das Tor auf. Uhu. Na dann. Uhuhuhu. Und tschüss. Ach du Scheiße. So. Okay. Warte mal. Wo sind denn die anderen Farben? Gelb. Nee. Ich bin ein bisschen zu tief, fürchte ich. Ich flieg mal zu grün. Ich bin zu tief und sterbe. Das ist ja kacke. Ja. So. Das ist ja kacke. Okay, ich versuch's einfach nochmal. Ist ja wie eine Realität hier, man hat ja mehrere Leben. Upp. Oh, du hast grün kaputt gemacht. So. Grün ist aus, ja. So, gucken wir doch mal, wo haben wir denn hier noch Farben? Haben wir noch blau und orange? Ja, wo sind die, ist die Frage. Ich lasse mich erstmal nach ganz oben schleudern. Ah, ich habe blau gesehen. Ich fliege mal zu blau gleich. Oh, ich habe orange gesehen. Ja, dann flieg du mal zu orange. Ich brauche mal ein bisschen höher in diesen... Ich bin mir nicht sicher, was es ist. Was bringt mir das nach oben? Ah, wow, ich habe einen echt guten Ausblick. Ist aber schwer nach orange hinzukommen. Zur Not musst du halt erst zu diesem Luftding fliegen und du kannst es auch festhalten, bevor du startest und auf die andere Seite laufen. Ui. Alles gut. Diese komische Röhre. Natürlich, im Spiel haben sie am meisten Spaß. Also ich habe überhaupt keinen Spaß. Vor allem nicht, weil ich mit Delfinen zusammenspielen muss. Das ist immer... Immer wieder lustig. Ja, es ist halt... Ich meine, schau dir den Typen noch mal an. Also, kannst du jetzt nicht, weil keiner eine Facecam von uns beiden hat. So. Ich gehe erstmal sterben. Meine ist aus. Ich habe gar keine.
Also ich habe auch keine, aber ich nutze mein Handy dafür. Beim Handy kann ich Bilder machen mit, was war das höchste, 156 mal 124-fach Auflösung. Zwei Stück passen auf den internen Speicher, Junge. So, orange sieht er immer noch nicht aus. Nee, ich hänge hier so. Ach, wenn man nicht immer alles selbst macht. Ich weiß auch nicht, warum man mich sehen will. Müsste ich mich außerdem waschen und mir regelmäßig neue T-Shirt anziehen. Dabei ist, ja, weil Leute finden das irgendwie ekelhaft. Dabei hat das hier nur so ein bisschen einen riesigen Riss. Und auch, ist auch erst seit, weiß nicht, 2 Wochen nicht mehr gewaschen worden. 2 Monaten. 2 Wochen. Ich. Ja. Hab's geschafft. Uff. Du bist jetzt da, ne? Dann drehe ich um. Hab mich hochretten können. Besten Freund, ich habe keine Freunde. So, du kannst jetzt zum Ausgang gehen. Fliegen. Bombenabwurf. Die Bombe ist ein bisschen betrunken, aber sonst passt das. Oh. Sehr gut. Ach, Sportfan. Ich hab gerade Sporttan gelesen und habe mich gefragt, was das ist. Dann Wald. Ich mag die Namen. Nein, wirklich, so Wald. Stadt. Ja, das ist so mein Level auf Kreativität. Einfallsreich. So, jetzt fahren wir in den Urlaub, ja? Ja, kein Problem, wir müssen einfach nur diesen Stein hier rausnehmen. Ruf mal Carglass an. Ah, nein, die sind nur für die Fensterscheiben, aber die Fensterscheiben sind alle noch A in Ordnung und B, ich glaube, so viel getönte Scheiben darf man in seinem Auto nicht haben. Das ist kein für den deutschen TÜV zugelassenes Auto, bin ich mir sicher. Das geht ja gar nicht. Das ist ja gar nichts mehr. Okay, ich krieg das Ding aber nicht raus. Ich glaube, also, wir kriegen kein Auto. Jedenfalls nicht so. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Das ist schon mal ein Pfeil nach rechts. Ich sehe schon, du willst nach rechts. Ach, rechts, Wallach! Habe ich gewählt. Habe alle Kreuze alle rechts gemacht. Auch wenn da links stand. Ich glaube, man soll das nie so machen, aber... Ich glaube aber, dass es geht. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, aber es könnte funktionieren. Erstmal das halbe Level überspringen, damit es nicht mehr so lange dauert. Es fehlt ein Millimeter. Nee, so nicht. Ja, von hier aus. Ohne runterzufallen. Oh, ich halte dich fest. Warte mal, kann man hier drauf springen? Eigentlich müsste es vom Zaun aus, könnte es gehen. Nun, ich nehme... Ich sehe leider nicht so viel von diesem Baum aus, weil der Baum hier in die Kamera eiert. Ja. Ich sehe... Vom Zaun aus geht es. Geht doch, sag ich doch. Ich weiß zwar nicht, wie es original gedacht war, aber... Ich habe nicht das Gefühl, dass das Original war. Ich weiß nicht, warum. Da ist ein Steg zum Angeln. Es fehlt nur der See. Und der Boden. Und ich bin gerade durch die Lücke gefallen. Hier ist eine Tür, aber ich kriege die nicht auf. Ja. Feste ziehen. Oder drücken, je nachdem. Geht so, was haben wir denn hier? Wir haben eine Kiste. Ich habe eine Kiste. Die kann man jetzt zum Beispiel hier hinstellen. Dann kann man auf die Kiste. Ja, das könnte gehen. Und dann habe ich keine Ahnung wofür. Ja, und dann die Windmühle hoch da. Okay. Windrad. Immer kurz zu Kusch. Alles gleich mit oben. Easy.
So, jetzt springe ich mal nicht einfach runter. So, mal. Siehst du schon den Ausgang? Und up. Der Ausgang ist bestimmt auf dem Berg oder so. Nein. Hilf mir mal. Es bewegt sich. Ja, aber ich bin nicht. Es ist schwierig. So. Nein, ich falle mal nach unten. Verbot reise jetzt mal diese Bretter hier weg. Randale! Gegen das System! Da ist ein Klo mit einer Brechstange drin. Ich glaube, Gordon Freeman war hier. Der hatte es scheinbar sehr dringend eilig, aufs Klo zu kommen. Sehr dringend eilig. Ich kann Deutsch. Sehr dringend. Ich habe eine Brechstange. Guck mal, ob du das Spiel da oben noch mehr kaputt machen kannst. Ja. Warst du oder ich? Ich glaube, ich war es, weil ich hier hochgegangen bin. Ja, ich bin gerade durch dieses Tor gegangen. Wieder schön Level überspringen. Sehr gut. Ich guck einfach mal. Ich springe einfach mal hier runter und guck mal. Ja, du wirst zu mir dann kommen. Die Haltung gegen das System ist aber nicht gut. Nee, ich glaube, das war ich, weil ich habe jetzt hier unten einen Checkpoint. Echt? Ja. Ist nicht gut, hallo? Ist immer gut. Am X wieder keine Ahnung haben. So, das musst du halt jetzt das Level skippen, weil ich komme da glaube ich nicht mehr hoch. Kann man das schieben? Ah, das kann man schieben, gut. Am X, das systemtreue Hund hier. Ich habe hier ein X auf meinem Wagen, aber keine Schaufel zum Graben. Das war's, das glaube ich, du, oder? Kann sein. Bin über die Brücke gelaufen. Ich schieb den Wagen trotzdem mal noch kurz, das da hinten. Also hier oben ist auch ein Wagen. Da unten ist ein Lagerfeuer. Ich komme mal runtergefallen, so. Da oben ist ein Zelt mit einem Fernseher. Warte mal. Ich glaube, wir müssen den Wagen da hinschieben. Ja, das ist zu hoch, schade. Warte mal. Ich muss jetzt mal auf dieses überdimensionierte Gras gehen. Aha, da haben wir den Faschisten im Chat wieder. Er ist zu hoch. Ich muss hier wenden auf engstem Raum. Ich muss hier. Ich bin mir nicht sicher. Ich. Das war knapp. Scheiße. Ich hänge hier so ein bisschen fest, glaube ich. Mietarbeit hier. Nee. Ich. Wo bin ich denn? Das ist ein Bagger. Sehe ich gerade. Ja, der Faschist. Arm X, der Faschist, ist voll am Start. So. Wo bin ich? Ich sehe mich nicht mehr. Achso, ich häng hier immer noch drin. Okay, ich häng nicht mehr drin. Ach, da oben ist ein Kabel. Verstehe. Das nehme ich mal mit. Kann ich damit irgendwas überspringen? Nein? Okay. Scheinbar nicht. Aber ich habe hier einen Kran. Mit Zerstörung. Yeah, baby. Yay, Abrisstrupp. Ich habe mein Archivment freigeschalten. Okay, jetzt drehen wir mal in die andere Richtung. Ich hab das auch bekommen. Ja, klar. Ist jetzt unser Archivment. Dann gucken wir doch mal, was ich dachte, hier. Das Level ist schon vorbei. Okay, so, also ich habe hier Anschluss zwei Kabel, aber... Das ist meine erste Revolution gegen das System, tut mir leid.
Bin nicht so geübt, tut mir leid. Na also, da oben ist übrigens ein kaputtes Flugzeug. Aus dem Ersten Weltkrieg, würde ich sagen. Kein Checkpoint? Okay. Dann halt nicht spielen, dann halt nicht. Ich habe hier auf jeden Fall mal aufgemacht. Also entweder hätten wir da schon sein sollen, oder... Einfach mal machen, ne? Wieso steht hier überhaupt mitten in der Pampa ein Kran und ein abgestürztes Flugzeug aus dem Meer? Könnte aus dem Ersten Weltkrieg sein, ich weiß nicht so genau. Irgendwie schiebt sich der Wagen nicht so richtig. Der Aufzug ist unten. Welcher Aufzug? Was blockiert denn meinen Wagen? Also, die Mütze aus Stein blockiert meinen Wagen. Gott, muss ich die Steine jetzt auch noch alle wegräumen? Och nö. Tut das Not, dass ich so viele Steine wegräumen muss? Die Störung